Welcher Dünger passt zu meinem Becken? Welcher Dünger ist der richtige bzw. ein richtig guter Dünger? Und spielt es eine Rolle, ob ein Dünger viel oder wenig kostet? Das klären wir in diesem Video. Diese Frage stellt man sich am Anfang oft. Doch im Grunde ist es ganz einfach. Es ist so ziemlich egal, ob man sich jetzt einen Dünger von JBL, von Aqua Rebel, Dennerle oder sonst woher holt. Im Grunde ist es nur wichtig, dass ihr den richtigen Dünger habt. Das heißt, es bringt euch nichts, wenn ihr einen Aqua Rebel Dünger jetzt so grob habt, der im Grunde jetzt, was nicht stimmt, aber der beste Dünger sein soll, aber ihr nicht wisst, was da drin ist, beziehungsweise die falschen Sachen düngt. Im Grunde, wie ich schon gesagt habe, ist es egal. Ein Eisendünger von JBL wird das gleiche enthalten wie ein Eisendünger von Aqua Rebel. Und ein Eisendünger von Aqua Rebel wird das gleiche enthalten, was ein Eisendünger von Dennerle enthält. Wichtig ist nur, dass ihr genau wisst, was da drin ist. Es gibt ja NPK, Eisen, was auch immer. Und es gibt ja auch diese Volldünger, aber das ist noch ein ganz anderes Thema. Ich reiße das jetzt mal kurz an und ich würde euch nicht empfehlen, Volldünger als Volldünger anzusehen. Die düngen viele Nährstoffe, aber eben nicht voll, nicht alle. Oft fehlen dann Phosphate oder Nitrate und die fehlen euch dann im Becken und ihr fragt euch dann, was ist denn hier los? Ich habe doch einen Volldünger. Ihr müsst für jedes Becken selber wissen, was ihr düngen müsst. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie, dann müsst ihr die Wasserwerte halt logischerweise messen. Das geht auch mit Teststreifen, aber die würde ich nicht empfehlen, weil man, soweit ich weiß, nur Nitrat und Phosphat messen kann, zumindest mit denen von JBL, sondern ihr müsstet euch wirklich einen richtigen Tröpfchentest holen. Also so einen richtigen Koffer, wo ihr wirklich alles, Phosphat, Silikat, Eisen, Nitrat, alles Mögliche wirklich genauestens ablesen könnt, um den Dünger wirklich auf euer Becken zu spezialisieren. Und da sind die Angaben auf der Rückseite oder in der Beschreibung des Düngers oft nicht so perfekt für euer Becken. Das sind so Grundwerte, die können ja nicht euer Becken kennen mit der Bepflanzung, mit Pflanzen zum Beispiel. Die Pflanze, die ihr da gerade seht, das ist eine Ludwigia SP Super Red. Die zieht auch super viel Eisen. Das heißt, ich musste extra, als ich die eingepflanzt habe, meine Eisendüngung extra leicht erhöhen. Und dann mache ich das so, dass ich das alle 2 Tage meinen Eisenwert messe. Also ich sage, okay, ich erhöhe das jetzt um einen halben Spritzer, die Düngung. Und dann muss ich aber wirklich jedes Mal alle 2 Tage messen und dann gucken, wird das verbraucht, bleibt zu viel über, war es zu wenig. Da muss ich das immer anpassen, immer ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, bis ich den perfekten Wert habe. Das heißt, es wird so viel wie möglich verbraucht, die Pflanzen haben keinen Mangel und es bilden sich keine Algen. Das wäre dann das perfekte Nährstoffgleichgewicht. Ich zum Beispiel dünge mein Becken mit einem Spritzer bzw. 1,5 Spritzer NPK und 1,5 Spritzer Eisen. Das ist aber jetzt kein Richtwert für euch. Das ist bloß meine gemessene Erfahrung, von der ich auch sagen kann, dass diese Menge gut für mein Becken geeignet ist. Wie ihr diesem Video entnommen haben werdet, ist es also im Grunde egal, welchen Dünger ihr verwendet. Wichtig ist, dass ihr wisst, was ihr düngt und eure Wasserwerte kennt. Hiermit bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen und schaut euch noch meine anderen Videos an. Ciao!